Herzlich willkommen zu Brisanz an diesem Donnerstag. Ja, es ist eine Zahl, die vielen Angst macht und bei der sich etliche fragen, wie bitte soll denn das jetzt weitergehen? Erstmals seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland im fünfstelligen Bereich. Wir reden von mehr als 11.000 Infizierten und wir sind nicht machtlos, aber die Situation, sie sei sehr ernst, hieß es heute vom Robert-Koch-Institut. Es gelte nach wie vor, sich an Regeln zu halten. Das ist sehr, sehr wichtig, damit die Zahlen eben nicht weiter ansteigen. Ja, wir haben es gehört, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Deutschland stetig an. Doch wie müssen diese und andere Zahlen eigentlich bewertet werden? Auf brisant.de finden Sie viele Antworten dazu. Und wie wirkt sich dieser neue Höchstwert von Corona-Neuinfektionen auf unser Gesundheitswesen aus? Reichen die Kapazitäten und die Kraft des Pflegepersonals aus? Denn im Frühjahr war die Situation in den Krankenhäusern dramatisch. Daran werden sich noch viele erinnern können. Ja, die Entwicklungen in den nächsten Tagen werden das dann zeigen. Zu unserem nächsten Thema jetzt. Es ist ein Schicksalsschlag für ihn hier, für Boris Becker in London, denn es steht so einiges auf dem Spiel, wie etwa seine Freiheit durchaus. Der 52-Jährige musste zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen. Becker wird in mehreren Fällen vorgeworfen, im Rahmen seines Insolvenzverfahrens Vermögenswerte unterschiedlicher Art gar nicht oder unvollständig angegeben zu haben. Bei einer Verurteilung drohen Becker bis zu 7 Jahre Gefängnis, das bisher wohl schwerste Match für ihn. Jahrelang war es das Symbol der linksautonomen Szene in Berlin, das besetzte Haus Liebigstraße 34 im Stadtteil Friedrichshain. Vor fast 2 Wochen wurde es von der Polizei geräumt. Es kam zu massiven Gewaltausbrüchen. Gestern Abend, also die Polizei, sie hat gerade viele Brennpunkte, übrigens auch in den eigenen Reihen. Es geht um Vorwürfe zu Rassismus und ungerechtfertigter Polizeigewalt bis hin zu mehr Arbeitsbelastung, besonders jetzt durch die Einhaltung der Corona-Regeln. Umso wichtiger ist es, den Fokus schon während der Ausbildung auf das zu legen, was erlaubt und was eben nicht erlaubt ist. Ganz besonders in Stresssituationen. Und das waren ziemlich turbulente Stunden, die Löwenbaby Lea im September erlebte. Bei einem Unfall auf der A5 wurde es gefunden. Seitdem wurde die kleine Löwendame im Reptilienzoo Landau gepflegt. Und in der Tat, Lea hat zugelegt, wiegt fast 20 Kilogramm mittlerweile und frisst auch ordentlich. Doch jetzt heißt es auf Wiedersehen sagen, denn Lea zieht weiter. Ja, bei unserer nächsten Geschichte passt der Spruch sehenden Auges ins Verderben laufen durchaus ganz gut, denn ein Dieb hat das quasi unbewusst getan. Er wollte unbedingt Kameras mitgehen lassen, Überwachungskameras. Blöd nur, dass die ihn eben auch gesehen haben. Doch jetzt erstmal alles der Reihe nach. Es wird jetzt prominent bei uns, da meldet sich The Boss zurück und eine junge Mutter steigt auch wieder voll ins Berufsleben ein. Jetzt mehr dazu. Jetzt zu Topmodel und frisch gebackener Mama Lena Gerke. Sie hat sich ja eine kurze Auszeit genommen und Shootings erstmal zur Nebensache erklärt. Doch jetzt ist sie wieder voll zurück im Job. Sehr entspannt, sehr bei sich und vor allem auch glücklich. Ihr Rezept übrigens zum rundum Wohlfühlen, sich mindestens 30 Minuten am Tag Zeit für sich nehmen und das tun, was einem gut tut. Ich bin der Präsident, aber er ist der Boss, sagte Barack Obama über einen Freund, den Millionen verehren. Bruce Springsteen, der wie kaum ein anderer für den American Dream steht. Seine Songs begeisterten und prägten ja auch Musikfans mehrerer Generationen. Und viele Musiker lassen sich bis heute von ihm inspirieren. Und jetzt ist der Boss wieder da. Schon wieder könnte es Ärger für Rapper Bushido geben. Dabei geht es ausgerechnet um einen Brand 2013 in seiner eigenen Villa. Unsere Promi-News jetzt. Es wird noch mal musikalisch bei uns. Es wurden ja schon einige Damen besungen. Und vielleicht können Sie sich noch an diese erinnern. So ein bisschen her, 50 Jahre, ist dieser Hit als Mademoiselle Ninette von den Soulful Dynamics. Der Sänger und Gitarrist der Band Andy Anderson wollte mit den Platteneinnahmen eigentlich sein Medizinstudium finanzieren.
Dazu kam er nicht mehr, aber er hat eine Alternative gefunden, eine Naturheilpraxis hier in Deutschland. Und genau da haben wir Andy Anderson besucht. Das haben wir alle einen dicken Ohrwurm. Und gleich wird wieder geküsst. Und eine Frage vorab hätten wir jetzt schon für Sie. Wobei lernten sich Prinz Charles und Camilla 1970 kennen? Hm? Fuchsjagd, Vernissage oder Polospiel? Falls Sie die Antwort kaum abwarten können, dann einfach dranbleiben. Bei Gefragt, Gejagt lohnt sich auf alle Fälle. Und es lohnt sich auch morgen wieder bei uns einzuschalten. Punkt 17.15 Uhr. Ich würde mich sehr freuen. Machen Sie es gut. Ciao.